Vielleicht ist heute etwas passiert, was viel, viel wichtiger ist als die heute nachbörslich kommenden Zahlen von Nvidia. Denn ein großer Partner von Nvidia, ein sehr wichtiger Geschäftspartner von Nvidia, nämlich Supermicrocomputer, die ebenso einer dieser KI-Highflyer sind, der hat heute, wenn man so will, faktisch eingestanden, dass mit der Bilanz etwas nicht stimmen kann. Gestern hatte ja Hindenburg Research gesagt, die betreiben Bilanzbetrug. Dementsprechend die Aktie gestern unter Druck und dann heute vorbörslich hat man seitens von Supermicrocomputer gesagt, wir werden unsere Zahlen verschieben müssen, weil wir haben da ein Problemchen. Und wenn Supermicrocomputer ein Problem hat, dann hat vielleicht auch Nvidia ein Problem, denn bei Nvidia gibt es ja auch schon lange Vorwürfe von Beobachtern, die sagen, die machen Dreiecksgeschäfte, die pumpen künstlich ihren Umsatz auf, indem sie zum Beispiel irgendwelche Firmen, an denen sie selber beteiligt sind, Sachen bestellen lassen, dazu gleich mehr. Jedenfalls gibt es da diese Vorwürfe auch gegenüber Nvidia, konnte noch keiner stichhaltig und juristisch praktisch wasserdicht belegen, aber es hat auf jeden Fall immer ein Geschmäckle, wenn Nvidia erstaunlicherweise immer massiv diese Dinge die Erwartungen übertrifft. Aber schauen wir uns erstmal an, was heute mit Supermicrocomputer passiert ist, bevor wir uns dann mal Nvidia zuwenden und den heute anstehenden Zahlen. Gestern hier diese Geschichte von Supermicrocomputer. Die sagen, Evidence of Accounting Manipulation, Bilanzfälschung und dann vor allem Sibling Self-Dealing and Sanctions. Also die handeln mit sich selber, um eben den Umsatz aufzupumpen. Das ist genau das, was man Nvidia vorwirft. Möglicherweise bei Nvidia nicht strafbar, weil wer kann schon irgendwie dagegen etwas sagen, wenn eine Firma Sachen bestellt, die gleichwohl sehr eng mit Nvidia verbunden ist. Also hier ein ziemlich ähnliches Muster, ohnehin ein Supermarkt. Microcomputer mit der SEC schon diverse Male Probleme gehabt. Das gilt übrigens auch für Nvidia, also da ist man nicht so weit weg. Und hier sehen wir das Resultat, die Aktie von Supermicrocomputer sogar zwischenzeitlich unter die 400er Marke abgestürzt. Wir waren also mehr als 25% im Minus. Gestern ging es ja schon bergab aufgrund des Vorwurfs von der Hindenburg Research. Und wenn wir uns das mal anschauen, was die Firma hier selber sagt, dann heißt es hier, wir müssen mal gucken, ob das Design und die operative Effektivität unserer internen Kontrollen über unser Finanzreporting, was damit überhaupt so ist. Und das können wir nicht mehr in der Frist, die wir haben, bis wir eigentlich die Zahlen vorlegen wollten. Also entweder die haben keine Ahnung, was für Zahlen sie da haben, da hat jemand also irgendwas gedreht, oder sie haben selber gedreht und sagen, jetzt müssen wir gucken, wie wir aus diesem Schlamassel rauskommen. Faktisch hat man also mehr oder weniger das bestätigt, was Hindenburg Research in Sachen Bilanzfälschung oder Bilanzmanipulation eigentlich gesagt hat. Sonst hätte man das alles jetzt nicht machen müssen, sonst hätte man nicht erklären müssen, wir bringen jetzt die Zahlen nicht, weil wir hier ein Problemchen haben. Und das, wie gesagt, ist natürlich das, was die Wall Street jetzt so ein bisschen fürchtet, da könnte ja die Aufmerksamkeit jetzt ausgehend von Supermicrocomputer lassen sich nämlich vielleicht auch Rückschlüsse auf Nvidia dann führen und all das erinnert so ein bisschen an die Geschichte mit Enron, die Älteren unter Ihnen werden sich noch erinnern, ich tue es, damals im Jahr 2021 ging diese Firma unter. Galt das einer der, oder war einer der größten Konzerne in den USA, the world greatest company, die großartigste Firma der Welt, hoch, innovativ, ganz toll, viele Preise bekommen. Und dann im Jahr 2001 musste man zugeben, dass man seit Jahren die Bilanzen fälscht. Die Firma musste dann praktisch komplett abgewickelt werden. War ein Riesending in den USA und man weiß nicht, ob so etwas jetzt bei Supermicrocomputer droht. Aber auf jeden Fall besteht durchaus die Gefahr, dass da ein bisschen was schiefgelaufen ist. Und wenn jetzt also dieser sehr enge Partner von Nvidia eben hier diese Probleme hat, dann sagt zum Beispiel hier jemand, Nvidia, the second largest supplier,
This practically guarantees Nvidia's cooking the books too, also dass Nvidia auch die Bücher fälscht. Dieser Rückschluss ist vielleicht nicht richtig, aber auf jeden Fall besteht der Verdacht, dass da etwas sein könnte. Und hier sagte zum Beispiel Zero Hedge, ja, also wenn die jetzt ein einziges Betrugssystem sind, Accounting Fraud, oder Booking Fraud, dann wäre es wahrscheinlich für diejenigen, die fürchten, dass hier etwas richtig Großes auffliegt, besser die Firma schnell zu schlucken, schnell zu kaufen, dann könnte man die Bilanz verschwinden lassen, weil ja dann für die Übernehmerfirma praktisch nur bilanziert werden muss und nicht für die übernommene Firma. Dann sagt hier jemand anders, vielleicht nicht, aber es könnte so sein, dass sozusagen diese Probleme, dieser Verdacht in Sachen Bilanzen sich ähnlich durch das System frisst, wie damals diese CDS damals im Bereich Banking Mortgage Market praktisch sich durchgefressen haben. Also, dass dann so ein Ketteneffekt entsteht. Wenn bei Player A was nicht stimmt, dann könnte natürlich bei Player B was nicht stimmen. So entsteht Misstrauen. So guckt man jetzt mal genauer hin und sieht sich an, was da vielleicht passiert ist. Und wenn wir bei Supermicro nochmal sind, die hatten ja noch im Februar, Ende Februar, ein Convertible Senior Notes praktisch emittiert, in der Summe ja Super Microcomputer dann in den S&P 500 aufgenommen worden. Und die Aktie 900% gestiegen. Das Management hat sich natürlich die Taschen voll gemacht, hat schön von diesem Anstieg profitiert. Also gab es eine Motivation, hier vielleicht bei den Zahlen etwas großzügig zu sein, damit eben der Aktienkurs steigt. Und das alles wirft Fragen auf. Hier sehen wir mal diesen massiven Anstieg. 2024 ist die Aktie von $300 auf über $1200 gestiegen. Jetzt, wie gesagt, um und bei $400. Massiver Verlust jetzt. Seit einigen Monaten geht es nur noch bergab. Und jetzt kommen wir nochmal zu Nvidia. Da war ja immer die Frage, da hatten wir einmal diese Situation, wo eine Firma namens CoreWeave auf Kredit Chips von Nvidia gekauft hat. Dieser Kredit wiederum stammte von ganz, ganz großen Anteilseignern von Nvidia, nämlich BlackRock und Konsorten. Nvidia war auch beteiligt an CoreWeave. CoreWeave wiederum hinterlegt dann für den Kredit, damit man die Chips kauft, eben diese Chips als Sicherheit. Chips sind eine sehr verderbliche Ware, weil die eben sehr schnell veralten, technologisch veralten. Aber da hat man die Sicherheit sozusagen mal ganz entspannt akzeptiert. Und BlackRock hat damals eben $2,3 Milliarden an Kredit gegeben, hat dann als Nvidia eben die Zahlen gebracht hat, um genau diese $2,3 Milliarden, die CoreWeave an Bestellungen absolviert hat, die Prognosen übertroffen hat. Das hat BlackRock einen massiven Gewinn dann verschafft. Die Aktie damals von Nvidia 11% gestiegen nach den Zahlen, um dann sogar negativ nochmal zu schließen, weil wahrscheinlich diese Big Player dann die Gewinne mitgenommen haben und sich gesagt haben, geiles Geschäft, ist ja super gelaufen. Also hier, wenn man so will, auch der Vorwurf des Handels mit eigenen Entitäten, die dadurch letztendlich den Umsatz aufpumpen und die ganze Geschichte viel größer erscheinen lassen, als sie faktisch ist. Und wie groß sie inzwischen geworden ist, sehen wir hier 6% des S&P 500 auf der einen Seite. Partys heute in den USA zu dem Zahlen und dann dem Earnings Call von Jensen Huang, dem Chef von eben Nvidia. Ja, also sehr, sehr interessant. Und dann gucken wir uns mal die Analysteneinstufungen ein. Es gibt keinen einzigen Analysten, der zum Verkauf rät. Es gibt 89,2% aller Ratings sind Kaufempfehlungen, nur 10,8 Hold, wobei von diesen Kaufempfehlungen sind 12 Buys und 44 Strong Buys, also das Stärkste, was du als Analyst raushauen kannst. Wenn du sagst, also diese Firma ist ja doll, dann machst du einen Strong Buy. Und Kakashli, der sich immer wieder die Zahlen von Nvidia anschaut, sagt, seit Ende 21 hat Nvidia eines der ausgeklügelsten, krakenartigen Systeme entworfen, mit einem einzigen Ziel sicherzustellen, dass Nvidia die Gewinnerwartungen übertreffen und seine Prognosen erhöhen kann. Ich habe die Methoden, die Nvidia hier verwendet hat, dargelegt. Einige dieser Methoden sind fragwürdig, einige sind legal, andere monopolistisch. Wieder andere verstoßen möglicherweise gegen die Chip-Bestimmungen. Zum Beispiel hier das auffallend große Geschäft mit Singapur.
da wahrscheinlich oder wo wahrscheinlich chinesische Firmen dann doch indirekt auf Nvidia-Chips zugreifen können dadurch. Und er sagt, ich schaue mir die Zahlen heute nochmal genau an. Und es wird jetzt immer schwieriger für Nvidia, eben die Erwartungen zu übertreffen. Und gucke mal, wie sie jetzt versuchen, die Dinge so ein bisschen aufzupumpen in Sachen Umsatz. Ja, es gibt natürlich Nachfrage. Nvidia macht Geschäft, Nvidia macht großes Geschäft, gutes Geschäft, aber vielleicht nicht ganz so groß, wie man es behauptet, weil man ja jedes Mal die Latte höher legt und jedes Mal ganz weit über diese Latte drüber springen muss, weil man sonst komplett abgestraft wird vom Markt. Das wissen natürlich alle. Und so ist die Frage, okay, schauen wir uns mal die Bewertung von Nvidia an. Das ist das 40-fache Price to Sales, also Marktkapitalisierung zum Umsatz. Wir sehen, dass Firmen wie Microsoft, Apple, Google und so weiter meilenweit von solchen Größen entfernt sind. Microsoft mit 12,5 noch das teuerste, was hier zu bekommen ist. Das großartige Wachstumsunternehmen Apple 9,1, Google 6,2, der S&P nicht mal 3, also sportlich bewertet. Jedenfalls sehen wir, dass irgendwie eine Nervosität drin ist heute. Natürlich per se schon mal aufgrund der Zahlen von Nvidia, aber eben vor allem auch wegen dieser Geschichte mit Supermicrocomputer, SMCI. Wir sehen Nvidia mit Abstand und zwar Faktor 4 die meistgehandelte Aktie heute. Dann kommt Tesla, PDD und dann schon eben Supermicrocomputer und da sehen wir auch, wenn wir nochmal von Nvidia sprechen, dass bei den Marken 135, 140, 145 und 150 große Verkaufsorders liegen, wahrscheinlich von Leuten, die long sind, die sagen, okay, wenn das erreicht wird, dann nehme ich Gewinne mit. Insgesamt erinnert all das, was dieser Jensen Huang, der Chef von Nvidia, macht, so ein bisschen an Elon Musk, der ja auch immer wieder Hoffnung schürt, immer wieder sagt, das nächste große Ding ist schon um die Ecke, wenn die Autoverkäufe wie bei Elon Musk nicht mehr funzen, dann hat er eben die Robotaxis. Wenn die Robotaxis nicht funzen, dann hat er eben die Robos, also immer die nächste Sau, Hoffnungssau durchs Dorf treiben, damit den Kurs nach oben manipulieren. Dann gehen Leute mit Optionen noch long, was die Dealer, die Verkäufer dieser Optionen zwingt, auch mit zu gehen. Und so hat sich zum Beispiel die Tesla-Aktie, glaube ich 2021 war das, auch so maßgeblich nach oben geditscht. Aber jetzt warten wir immer noch auf die Robotaxis. Die sollen jetzt, eigentlich sollten die schon gekommen sein im August. Jetzt hieß es ja dann Oktober. Und der Tesla war auch anwesend hier bei dem Robot-Event, was in China stattgefunden hat. Und ich weiß nicht, ob Sie da Bilder gesehen haben, was die Chinesen da an Robotern aufstellen. Wirklich die Gesichter absolut authentisch, menschlich wirkend. So war zumindest mein Empfinden. Während Tesla da offenkundig weit, weit entfernt ist, der Optimus ist offenkundig um Längen den Chinesen hinterher, dementsprechend eben auch diese Fantasie wahrscheinlich überhaupt nicht gerechtfertigt. Aber wo der gute Elöhne einen Punkt hat, ist natürlich, wenn er kritisiert, die Einschränkungen, die jetzt durch die Demokraten passieren, die zum Beispiel ja offenkundig ein Problem mit freier Rede haben und vor allem das Regierungsprogramm von Kamala Harris, die ja nicht nur jetzt auch eine Mauer bauen will vor Mexiko, sondern eben jetzt den Hauskäufern mal eben $25.000 verspricht. Und Elon Musk sagt richtig, und das hat er gut erkannt, dass eben solange das Angebot nicht größer wird, eben die Anbieter, die Verkäufer dieser Häuser diese 25 Mille eben obendrauf schlagen und niemand damit geholfen ist, praktisch der Staat nur ein größeres Defizit hat, die Inflation nach oben geht, weil eben die Hauspreise steigen. Das wird über die Owner's Equivalent Rent dann mit eingepreist in die Inflationsberechnungen. Also da hat Elon einen Punkt und ich finde auch, das muss mal gesagt werden, X, wir können froh sein, dass es das noch gibt. Da gibt es eben noch eine Vielfalt, da gibt es extrem rechte Sachen, extrem linke Sachen, aber man kann sich eben noch informieren und kann sagen, okay, ich kann mir schon selber ein Urteil bilden und muss nicht sozusagen erzogen werden. Also das darfst du dir nicht angucken. Insgesamt sehen wir, dass Morgan Stanley jetzt sagt, also wir sehen, dass Big Buyers of Volatility in den letzten Tagen in die Märkte gekommen sind. Die kaufen also Wohler, die gehen also von einem Anstieg der Wohler aus. Die Saisonalität in Wahljahren würde das ja auch durchaus unterstützen. Goldman selber sagt dann auch, also das ging uns jetzt ein bisschen schneller hier mit dem Anstieg. Vorher totale Panik, jetzt wieder alles gut, beste aller Welten. War doch ein bisschen zackig hier passiert und man muss sich auch die Frage stellen, warum Warren Buffett wieder mal Bank of America Aktien im Volumen von knapp 1 Milliarde Dollar verkauft.
Das hat er jetzt so oft gemacht in letzter Zeit. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, wie macht das denn mit Apple, nachdem ja kürzlich bekannt geworden ist, dass er die Hälfte seiner Apple-Aktien jetzt verkauft hat. Wahrscheinlich wird er eben auch weiter Apple-Aktien verkaufen. Insgesamt sehen wir, dass eben der Aktienmarkt in Relation zum BIP extrem teuer ist. Jetzt überlegen wir uns mal, wenn das BIP schwächer wird, weil die USA in eine Rezession fallen, dann haben wir Probleme. Insgesamt hätten wir auch ein Problem, egal ob Trump oder eben die gute Kamala kommt. Das Defizit wird weiter steigen. Jetzt sagt eine Untersuchung, das würde aber fünfmal so schlimm sein unter Trump. Da weiß ich nicht genau, ob das wirklich so ist. Aber ich denke, dass die Harris da auch nicht von schlechten Eltern ist, also hier richtig Gas gibt. Und die Franzosen haben auch Gas gegeben, wenn wir jetzt mal eben den Kontinent wechseln. Da ist ja ein bisschen Ruhe eingekehrt, so scheinbar. Aber jetzt kocht das Ganze wieder auf, denn Macron hat ein Linksbündnis abgelehnt. Jetzt wollen die Linken protestieren, wollen auch streiken. Und wir sehen unten hier, die Risikoprämien für französische Anleihen sind immer noch erhöht. Also der Anleihemarkt hat das durchaus noch auf dem Zeiger. Das könnte sozusagen bald auch wieder so richtig hochkochen, was mit die Franzosen ist. Und was kurzfristig ist, das interessiert uns natürlich am allermeisten. Hier nochmal die große Vorschau auf Nvidia. Gerne weiterleiten an Leute, die sich auch dafür interessieren, über den Social Media Button. Erste Empfehlung, die zweite Empfehlung. Und das ist, glaube ich, etwas sehr Wichtiges. Das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland ist inflationsbereinigt pro Kopf gefallen seit 2019. Das heißt, wir werden immer unproduktiver. Wir haben eine sehr große Migration, die wir praktisch nicht steuern auf der einen Seite, wo erstens viele gar nicht qualifiziert sind, hier wirklich sich in den Arbeitsmarkt integrieren zu können. Zweitens verbieten wir auf denjenigen, die qualifiziert wären, dass sie es tun. Die werden zum Nichtstun teilweise eben verdammt. Und damit blähen wir den Sozialstaat weiter auf. Die Leute kriegen Sozialleistungen. Und all das schmälert natürlich letztendlich die Entwicklung der Wirtschaft hier in Deutschland. Und das ist ein Armutszeugnis, das man kaum überschätzen kann. Auch diesen Artikel Ihnen zur Empfehlung und natürlich ab 22 Uhr, da werden wir berichten bei Finanzmarktwelt über Nvidia. Jetzt sage ich erst einmal Servus, ciao.